Leute, willkommen zurück zu Let's Play Limbo. Ich zock gleich noch ein paar Runden hier weiter. Schon zwei Aufnahmen gemacht. Und jetzt geht's hier weiter. Und was ist das? Okay, das ist so ein komischer Hase. Den müssen wir jetzt hier unten folgen. Der jetzt gerade versucht wurde, glaube ich. Oder weg ist. Und dieser Vogel nervt mich schon wieder. Okay. Das meinte ich vorhin. Oder vorhin, war das letzte Folge. Dieses ekelhafte Zeug wird uns auch bald verfallen und jetzt laufen wir direkt in die andere Richtung. Und immer wenn wir ins Sonnenlicht kommen, verbrennt das Teil irgendwie und geht dann direkt in die andere Richtung. Wir können nichts machen, wir können bloß schneller laufen und springen. Wir können nicht nach hinten, wir können nichts nehmen, wir können gar nichts. Das läuft einfach nur nach vorne. Also ich habe jetzt hier keine einzige Hand an der Tastatur und so geht das wieder. Wir müssen mal suchen, irgendwie da oben ranzukommen, denn die Viecher fressen das. Deshalb müssen wir jetzt ins Sonnenlicht gehen. Zurück. Und jetzt sofort Steuerung drücken. Jetzt schiebt er das nämlich dahin. Das ist sehr, sehr schwer. So. Jetzt, wenn wir da gleich draufstehen. Das macht jetzt gar nichts mehr. Weißt du? Wisst ihr? So, jetzt sehen wir das schon. Und langsam jetzt hoch. Zack, weg ist es. Jetzt können wir wieder weitermachen. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Jetzt geht es noch viel schneller als hier. Sehr schön. Muss ich sagen, ziemlich gut gemacht. Also wirklich, gar nicht so schlecht. Du musst so richtig drauf achten, was du machst, aber halt ziemlich easy, muss man sagen. Hier wird's schwer. Okay, also das hier ist die Bremse, würde ich mal behaupten. Ja, das ist die Bremse. Gut. Dann müssen wir mal gucken, was wir machen. Das ist wahrscheinlich wieder so ein Wasserspiel. Guck mal, da ist ganz viel. Klarchen, komm her! Nicht? Okay, oben kann man vielleicht, was macht denn das hier? Nichts. Okay. Geht denn hier ab? Jungs, Mädels. Wir müssen irgendwie Wasser anmachen. Läuft das? Alles klar. Wir müssen irgendwo Wasser anmachen wahrscheinlich. Da drüben vielleicht. Ist da ran? Nein. Okay. Da muss ich brennen. Das ist auch blöd. Ja. Bringt ja auch nichts. Mal überlegen. Vielleicht müssten da theoretisch da oben ankommen. Das ist ja so ein Seil da oben. Ja, komm ran, sehr schön. Ah, das ist kaputt. Ach so, wir müssen das Vieh umfangen wahrscheinlich. Schade, es ist schon weg. Müssen wir ein bisschen mehr aufmachen. Taschen! Scheiße. Okay, nicht ganz. Aus. Moinsens, komm, hopp, 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 lauf, 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 du kleines Mistvieh. Jetzt läuft das da nämlich rein und los geht's. Jetzt läuft hier irgendwann Wasser hoch oder raus oder irgendwo, was weiß ich. Das können wir auch anhalten. Kaputt gemacht! Jetzt regnet's nämlich. Also, das war nämlich so eine Wettermaschine oder sowas. Jetzt regnet das hier wie ausgüssen, genau wie draußen bei mir zu Hause. Hier ist nämlich auch gerade der Sturm los. Was euch wundert, dass es gerade bei euch nicht draußen regnet, sondern dass ihr gerade einen Vortrag schon habt. Den Vortrag schon zu meilen, weil schon lange. Heute haben wir den 10.01. Donnerstag. Ja. Okay. Alles da, alles da. Jetzt so bestimmt wie es. Ich will nur nicht geschrieben, wenn ich den Vorteil habe. Fuck it. Alles klar. Alles klar, ich weiß, was ich machen muss. Gut. Gut, gut, gut. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Das Vieh haben wir geschafft. Aber ich muss nochmal runter zu dem anderen Teil. Denn da war ja links eine Leiter. Und da unten. Ungefähr so in der Mitte.
da noch oben. Ach, das ist ein Wort. Das ist ein Wort. Ist da noch. Was ist denn? Schwingen ja. Oh, ich kann das schon mal gucken. Zack und vorbei. Dankeschön. Weit zu Guides. War schon richtig weit hier. Finde ich schon mal sehr, sehr cool. Jetzt bin ich gespannt, was jetzt kommt. Was wird uns jetzt nächstes erwarten? Ja, sehr viel Wasser. Hier, ne? Also, ich habe jetzt ein Wasserlevel oder sowas, ja, wenn ich das schon so sehe. Also, lass mal im Trocknen. Ja, schnelle Party. Okay, das ist das Wasser. Ich kann nicht umlaufen. Alles klar, ich brauche wahrscheinlich. Ah, okay, okay, okay. Alles klar. Ich weiß nicht. Ich kann nicht sprechen, ich muss überlegen. Ich weiß, was ich machen muss. So, richtig Deutsch. Drück der Mund. Jetzt müssen wir uns beeilen, schnell nein! Verdammt! Goddammit! Ich reg mich immer so auf. Brauche ich gar nicht. Mein Holzschirm. Okay. Wir holen uns jetzt die Kiste. Schleifen wir irgendwie aus dem Wasser raus. Stellen die hier direkt dahin, wo diese kleine Luke ist. Die wir nachher öffnen müssen. Tätigen. Aufsteigen. Langsam hoch. Da oben sind Spitzen. Dankeschön. Jetzt muss ich beeilen. Jetzt muss ich beeilen. Jetzt muss ich beeilen. Jetzt muss ich richtig beeilen. Denn das Wasser steigt und steigt. Scheiße, Mann. Scheiße. Okay, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir müssen jetzt bloß noch warten, bis das Wasser umsteigt und uns nach oben bringt. Und scheiße, diese Truhe, die ist ja total, oder diese Kiste, die ist ja total schwer. Okay, warte, warte. Wir haben es geschafft, meine Damen und Herren. Oh nein! Nein! Fuck it. Ich bin zu früh gesprungen, Junge. So. Ach du Scheiße, okay. Das war so ein Level, was ich schon mal gesehen habe, das ist ein Ballon nämlich. Der ist relativ schwer, das Level mit dem Ballon zu tippen. Nein! Nein! Fuck, ich war doch schon drüber, Mann! Aber wir müssen irgendwie gucken, dass wir den Ballon, als er, wenn er nach oben kommt. Dass wir den irgendwie sofort, so, wenn er nach oben kommt, bam, so, weißt du, und den Schub geben. Das ist jetzt wohl relativ schnell, das ist richtig scheiße. Nein, das war Fail. Oh, Fail, das war ein richtiger Fail. Fuck it, wir können schon sterben, wir können schon sterben. Wir können sterben, ist schon. Scheiße. Das ist wiederum ein bisschen schwierig. Das ist so relativ zeitintensiv, weil das ist wieder so ein Kack. Das ist ja noch einfach jetzt und dann zack und warten, bis der fast unter Wasser ist und dann. Naja, so. Dann den rollen, genau, dann lassen wir den da runter rollen, richtig, genau. Den müssen wir gar nicht anstoßen, das war nämlich das, wo ich da mal geguckt habe, was da falsch bei dem war. Das ist das nämlich gar nicht, wir müssen das Teil nämlich irgendwas rollen. So, das ist doch total einfach, Mann.
immer so schwer machen. Ist der Ballon nicht unter unserer Kiste? Können wir dann nämlich ruckzuck, den steigt er nämlich schön an. Wir müssen nur aufpassen, so dass die Ballons behalten. Die Ballons behalten, habe ich gesagt. Die Balance und dann zack rüber und dann ist er auch schon weg. Die Lampe ein bisschen laut. Sehr laut sogar. So. Was müssen wir machen? Oh, wieder, das ist jetzt wieder ein Zeitspiel, toll. Keine Ahnung, was ich machen muss. Ja, ich kann keinen Blass machen, was ich machen muss. Vielleicht, warte mal. Das klappt. Das klappt gar nicht. Gut. Warte mal. Ah, ne, komme ich ja gar nicht mehr dahin. Ist so bescheuert. Warte mal. Komm ich ja gar nicht hin. Ich habe das Wasser aber ansteigen lassen, also müsste es theoretisch noch die ganze Zeit oben bleiben. Außer hier vorne. Ja. Ups. Wasser ist da drin. Bleibt ja auch drin. Sehr schön. Dann ist es ja gar nicht so tricky. Theoretisch. Was mache ich denn da jetzt? Ne? Wasser ist auch relativ hoch, also ich kann da ja trinken, ich kann ja nicht schwimmen. Auch wieder lang zu laufen und rüber zu springen, das geht auch nicht, das schaffe ich auch nicht. Ah, komisch. So, hier, da trinke ich. Ja, da trinke ich, scheiße. Da muss ich ein bisschen überlegen. Ist gar nicht so einfach, was zu sagen. Alles klar. Alles klar. Hier, es geht nämlich Wasserverdrängung hier. Glaube ich jedenfalls. Scheiße. Glaube ich jedenfalls. Ich muss ja mal dahin. Dann muss ich das runter machen. Dann muss ich hier wieder zurück. Ja, da. So. Ich glaube jedenfalls, dass ich das richtig mache. Beziehungsweise ich hoffe es. Ich das wieder hoch. Oh. Wasser irgendwie ansteigen lassen, aber wie? Vielleicht noch mal oben lassen? So. Der klappt sich nicht gut irgendwie. Tot, danke, toll, toll, Mann, egal, ich bin jetzt mal die Folge für heute, Mann, geht das ruckzuck hier, bedanke mich fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag und im nächsten Part machen wir weiter mit diesem Level, bis dann, tschaußen.